Okay. Bis dann, ciao. Ciao. Ja, ihr Lieben, jetzt begrüße ich auch herzlich die Fernsehzuschauer. Wir sind schon 5 Minuten hier zugange. Willkommen bei Domian, willkommen beim Einzel-Live Talk Radio. Gerade habe ich mit Nicole gesprochen, das Gespräch ist beendet. Jetzt geht weiter mit Birgit. Birgit ist wie alt? 54. 54, guten Morgen, hi. Ja, guten Morgen. Ich ruf an wegen Freitag. Da hat ein junger Mann mit dir telefoniert. Der hat seinen Freund erstochen. Ja. Erinnerst du dich? Ja, in Amerika. In Amerika, ja. Mhm. Und also ich mache eine ganze Menge Sachen. Ich bin zwar Sonderschullehrerin und arbeite mit behinderten Kindern, aber ich mache auch sehr viele Sachen so im esoterischen Bereich. Also ich bin Reiki-Lehrerin, ich mache Huna und ich arbeite also mit... Was ist Huna? Das ist hawaiianischer Schamanismus. Jetzt bin ich völlig aufgeklärt und weiß Bescheid. Ja. Aber machen wir mal weiter. Vertiefen wir uns nicht in die Esoterik. Ja, es geht also ein bisschen um Esoterik, ja. Und ich habe also Heilerfähigkeiten. Mhm. Und das darf man ja in Deutschland nicht machen. Ich habe deshalb zum Beispiel auch Heilpraktikerstudium gemacht, so nebenher, ein Examen gemacht. Mhm. Und da ich einen Beruf habe und davon leben kann, mache ich das also so, wie mir die Leute halt über den Weg laufen. Mhm. Und ich habe also am Freitag noch versucht anzurufen. Mhm. Da war natürlich kein Durchkommen. Mhm. Jetzt erklär mir mal den Anruf heute. Du sagst, du bist Heilerin, du hast Fähigkeiten zu heilen und nimmst Bezug auf meinen Anrufer am Freitag, der vor vielen Jahren seinen Freund erstochen hat. Ja, und zwar hat er ja immer noch keine Ruhe gefunden, also dieser junge Mann, der da angerufen hat. Und ich wollte ihm, deshalb wollte ich Freitag anrufen, ich wollte ihm vorschlagen, zu seinem toten Freund Kontakt aufzunehmen. Mhm. Wie soll er das können? Ich bin ja nicht durchgekommen. Das habe ich jetzt für ihn gemacht. Das hast du für ihn gemacht? Das habe ich für ihn gemacht, Du hast zu seinem toten Freund Kontakt aufgenommen. Und zwar musst du dazu wissen, ich glaube an Reinkarnation. Mhm. Das heißt also, ich habe ein natürliches Verhältnis zum Tod, wollen wir mal so sagen. Also ich glaube, wenn man stirbt, gibt man halt seinen Körper ab wie so einen Mantel, aber man selber bleibt bestehen. Und schlüpft in einen anderen Körper eventuell wieder rein. Irgendwann mal, ja. Das muss nicht sofort geschehen. Und wenn Leute sehr plötzlich ums Leben kommen, dann sind sie manchmal desorientiert. Wenn das also so ganz plötzlich kommt, dann kriegen die gar nicht richtig wahr, dass sie, Entschuldigung, ich bin etwas erkältet, dass sie verstorben sind. Jetzt erzähl mir mal, wie du Kontakt aufgenommen hast zu diesem ermordeten jungen Mann. Ja, das kann man schlecht erzählen. Also man geht in so eine Art meditativen Zustand. Mhm. Ich habe mich also nicht mit ihm unterhalten. Ich habe, ich wollte wissen, ob er weiß, dass er tot ist. Mhm. Weil also manche Leute, wenn die gestorben sind, noch rumirren. Jetzt, ich frage jetzt mal ganz profan, da ich mich in diesen Thematiken nicht so auskenne. Ja. Seither sind ja nun leider Gottes Millionen von Menschen gestorben. Ja. Und wenn ich mich recht erinnere, haben wir den Namen auch nicht genannt von dem Freund. Woher? Das spielt keine Rolle. Ich habe mich auf diesen jungen Mann eingestellt, der mit dir telefoniert hat, und habe über ihn. Das kann ich. Also das kann nicht jeder. Das ist ja. Das klingt auch etwas unwahrscheinlich. Das ist ja ganz gruselig, was du da erzählst. Nö, das ist nicht gruselig. Ich setze meine Fähigkeiten nur positiv ein. So, jetzt hast du Kontakt mit ihm aufgenommen. Ja, und wusste also festgestellt, dass er also noch keine Ruhe gefunden hat, noch keinen Frieden gefunden hat. Wusste er denn, dass er tot ist? Nein, das wusste er nicht. Was dachte er denn, was er ist? Das habe ich nicht gefragt. Ich habe also mich bereit erklärt, ihm also jetzt Energie zur Verfügung zu stellen. Ich arbeite mit Licht und Liebe. Klingt auch schön. Ja, ja, es kommt also nicht von mir. Ich bin im Grunde genommen, das lernt man auch beim Reiki, das ist Heilen mit Hände auflegen, falls du davon schon gehört hast. Das ist also selbst ich habe davon schon mal gehört, ja. Ja, sage mir bitte... Also da habe ich mich bereit erklärt, ihm zu helfen. Ich muss ja vorweg sagen, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Ja. Ich tue mich selbst schwer, an solche Sachen zu glauben. Dennoch nehme ich das sehr ernst, was du jetzt sagst, und ich weiß, dass du es sehr ernst nimmst. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man da nicht dran glaubt. Das ist völlig okay. Deswegen frage ich dich jetzt, ganz profan, was vielleicht ganz viele andere Leute auch denken. Du hast auf deine Art und Weise Kontakt mit ihm aufgenommen. Ja. Wo befindet er? Sprich, seine Seele, wo befindet die sich? Du, darüber habe ich mich jetzt nicht weiter gekümmert. Der ist jetzt in einem feinstofflichen Zustand. Mhm. Und das ist jetzt nicht mehr meine Aufgabe. Er ist in einem feinstofflichen Zustand und existiert irgendwie irgendwo. Ja. Vielleicht in einer anderen Dimension oder weiß Gott wo. Ja. So, jetzt hast du mit ihm kommuniziert.
Ja, und habe ihm Licht und Liebe zur Verfügung gestellt, zur Orientierung. Mhm. Das hörst du vielleicht auch öfter mal, dass Leute eine Lichtbrücke bilden. Und dann war er in der Lage, quasi sich zu orientieren und heimzukehren. Für mich ist Sterben heimkehren. Mhm. Und man kann dann nach einiger Zeit entscheiden, ob man wiedergeboren wird oder ob man nicht wiedergeboren wird. Also deinem Glauben nach kann man dann selbst entscheiden, ob man wiedergeboren wird. Das entscheidet nicht irgendeine andere höhere Instanz. Nein, man sitzt selber zu sich Gericht und über sich zu Gericht, wenn man gestorben ist und entscheidet dann, ob man seine Lebensaufgaben bewältigt hat oder ob man das nicht gemacht Wie hat. Wie denkt denn der junge Mann über die Tat seines Freundes? Soweit habe ich mich mit ihm nicht unterhalten. Mhm. Ich habe ihn gebeten, weil ich weiß, der junge Mann hat gesagt, er hat Albträume. Mhm. Ich habe ihn gebeten, sich bei diesem jungen Mann zu melden, um ihm zu verzeihen, wenn er dazu bereit ist. Und dazu war er bereit. Heißt das, dass es jetzt bei dem spukt irgendwann? Nein. Er hat ja Träume gehabt. Mhm. Er hat ja von diesem Freund geträumt, den er erstochen hat. Also melden könnte bedeuten, dass er jetzt dass mein Anrufer einen positiven Traum vielleicht hat. Ja, ich habe ihn gebeten, dass er sich dort also im Traum meldet und ihm sagt, dass er ihm verzeiht. Mhm. Und dass er jetzt sein Leben in die Hand nimmt und auch entsprechend gestaltet und dass es notwendig ist, sich selber zu verzeihen. Denn das ist ja das Problem auch von diesem jungen Mann, dass er nicht bereit ist, im Grunde genommen sich selbst zu verzeihen. Ist vielleicht bei so einer Tat auch sehr schwierig. Ja, das ist klar. Aber es ist interessant, ich hoffe, dass heute Nacht der Anrufer von Freitag zuschaut oder zuhört, sodass ich ihn hiermit auch aufrufe, sich bei uns nochmal zu melden, ob es gewirkt hat. Ja, ich habe also auch diesen jungen Mann dann kontrolliert, energetisch. Ich habe also, es ist schwierig zu erklären. Was du alles kannst. Du kannst zu jedem irgendwie Kontakt aufnehmen. Ja, ich kann auch mit dir. Ich habe also manchmal festgestellt, wie du dich hinterher fühlst nach der Sendung, ob du gestresst bist und habe dir auch mal Energie rübergeschickt, wenn es mal schlimm war. Das ist ein netter Zug von dir. Ja, aber ich gucke nicht regelmäßig, weil ich halt sehr früh aufstehen muss. Könntest du jetzt auch irgendwie Kontakt in irgendeiner Weise zu mir aufnehmen, außer dass wir jetzt schon miteinander telefonieren? Ja, könnte ich. Ich will es spüren. Ich setze mich mal zurück und mach mal irgendwas. Ja, vielleicht beim nächsten Telefongespräch. Jetzt konzentriere ich mich ja auf das Telefongespräch mit dir. Aber mach was Gutes. Nicht, dass ich hier plötzlich mich am Hintern kratzen muss oder irgend sowas. Ja, also von waren deine Energien ziemlich in Ordnung. Das ist schön. Ja. Also diesen jungen Mann habe ich energetisch behandelt und habe seine Energien in Ordnung gebracht. Ja. Habe aber festgestellt, dass er ziemlich instabil ist. Das heißt, er muss mit sich selber auch ins Reine kommen. Mhm. Das ist, auch wenn du jemanden heilen willst, der krank ist, wenn der nicht gesund werden will, kannst du gar nichts machen. Also du hast man aber kann keinen Menschen zwingen, gesund zu werden. Ist klar. Du hast die Grundvoraussetzung dafür geschaffen. Ja. Sehen wir dich mal an, einfach als gute Fee. Ne? Und hoffen wir, dass es dem jungen Mann hilft. Ja, ich habe überlegt, ob ich anrufe. Ich halte mich eigentlich sonst immer im Hintergrund. Aber ich habe gedacht, ich rufe mal an damit andere Leute wissen, dass man also sehr viel wenn man mit Vorstellungen arbeitet oder mit Gedankenkraft sehr viel erreichen kann. Ja. Und dass man selber Initiative ergreifen muss, dass man also das nicht anderen überlassen darf. Und wenn er also jetzt sich selber nicht annimmt, im Grunde genommen, und seine Tat, dann kann er das nicht von seiner Familie und von seinen Freunden erwarten. Birgit. Er muss also wirklich bei sich anfangen zu arbeiten. Schön, dass du durchgekommen bist und dass du angerufen hast. Und deshalb habe ich angerufen. War ja mal interessant. Ich bin lieber im Hintergrund und arbeite im Geheimen. So, und im nächsten Gespräch werde ich irgendwas merken von dir. Ja, noch eine andere Anmerkung, weil ich das gesagt habe. Ich arbeite zum Teil auch mit AIDS-Kranken und helfe denen, weil das auch was bringt mit Energiearbeiten. Mhm. Und ich habe das also mal bei einem AIDS-Kranken gemacht, der hatte sich entschieden zu sterben. Mhm. Und man kann also dann auch den Leuten helfen, friedlich zu sterben. Und wir haben das so weit vorbereitet, er wollte nach England zurück im Kreis der Familie sterben und war eigentlich nicht mehr flugfähig. Und das haben wir so weit gemacht, dass er fliegen konnte und ist dort in den Hospiz gekommen und ist nach 3 Wochen gestorben. Also ich will dir sagen, er hat sich hinterher bei mir gemeldet, deshalb sage ich dir das. Also ich will dir sagen, auch wenn das jetzt so kritisch von meiner Seite aus klingt, ich bin der Auffassung, auch was diese ganzen Wunderheiler angeht. Mhm. Wenn ich da rational dran gehe, glaube ich das überhaupt nicht. Letztendlich bin ich aber der Auffassung, dass alle die Recht haben,
die helfen und die heilen. Wie sie das machen, finde ich völlig wurscht. Ja. Liebe ja. Birgit, lass uns das nicht vertiefen noch. Dann noch eine Anmerkung. Bitte. Das ist ganz wichtig, kritisch zu sein. Da kommt so viel Mist auf den Markt. Ist völlig klar. Und jeder denkt sich eine Variante auf und gibt dem Kind einen neuen Namen und versucht, das große Geld zu scheffeln. Und aber so bist du nicht. Kann man alles aufs Gleiche zurückführen. Ich erwarte jetzt deine Strömung, dein Licht und deine Liebe im nächsten Gespräch. Wo du besonders viel Energie brauchst, da schicke ich dir was hin. Das merkt man meist als Wärme und Entspannung. Alles Gute. Ja, okay. Danke für den Anruf. Tschüss, Birgit. Viel Erfolg weiter. Danke. Jetzt bin ich aber gespannt. Als Wärme merkt man es. Wolfgang, 36. Hallo Wolfgang. Hallo Domian. Ja, im Gegensatz zu der meiner Vorgängerin kann ich nur telefonisch mit dir Kontakt aufnehmen. Schade auch. Ja, also ich beziehe mich nochmal auf das letzte Gespräch mit dir. Ich habe vor 2,5 Jahren, das war im Sommer 95, mit dir gesprochen. Wir haben gestern Abend kurz Thema Flucht. Es ging ums Thema Flucht, ja. Mhm. Ja. Und ich wollte damals, ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen, wollte ich aus dem Gewerbe aussteigen. Ich war Geschäftsführer eines Nachtclubs. Ja. Und ich wollte das deshalb nicht mehr, weil mir das zu sehr zu schaffen machte damals. Mein Chef, der hat mich behandelt wie seinen Sohn. Er hatte 6 Kinder. All seine Kinder, die wollten von ihm nichts wissen. Und ich bin da damals durch eine Anzeige von ihm rangekommen und ich bin da so sehr reingezogen worden in dieses ganze Gewerbe. Warum wolltest du eigentlich aussteigen damals? Ich habe das nicht mehr ausgehalten, Domian. Was hast du nicht ausgehalten? Ich habe diesen Kontakt, dieses Schlagen der Frauen, dieses Bevormunden und dieses Schreckliche, was mit diesen Frauen alles gemacht wurde, das konnte ich nicht mehr ertragen. Ich war für den Nachtclub zuständig, ich war für das Beschaffen der Frauen zuständig. Diese Frauen, die kamen aus dem osteuropäischen Raum, hauptsächlich St. Petersburg, dort waren Schleppern. Diese Schlepper, die haben diese sogenannten Frauen angeworben, die sind dann durch Einladungen hier nach Deutschland gekommen und ich hatte dann dafür zu sorgen, dass sie hier auf den Strich gingen. Dann hast du irgendwann zu dir gesagt, ich will das nicht mehr, ich mache einen Schlussstrich. Richtig, ich wollte das nicht mehr, ich habe eine Lebensgefährtin, die konnte das auch nicht mehr ertragen, die hat zeitweise mit mir hinter der Theke gestanden und das ging nicht mehr. Ich selber habe eine 13-jährige Tochter, sie ist jetzt 13 Jahre. Zu dem damaligen Zeitpunkt war sie 11 und ich wollte da raus. Ich habe dann damals mit dir gesprochen, du hattest mir damals geraten, den weißen Ring einzuschalten und so einfach, wie es damals so klingt, war es allerdings nicht. Was ist dann passiert? Du warst vermutlich auf der Flucht, wenn du dich gestern zu unserem Thema gemeldet hast. Ja, das bin ich immer noch. Du bist es immer noch? Ich bin es immer noch. Ich bin seit 2 Jahren auf der Flucht. Ich lebe also nicht mehr in Deutschland. Ich wollte dazu sagen, nicht, dass jetzt die Zuhörer denken, wenn ich mich manchmal nicht so ganz ausdrücke oder in Rätsel sprechen, ich möchte nicht sagen, wo ich jetzt lebe. Ich lebe nicht mehr in Deutschland. Ist auch okay. Ich bin jetzt im Moment zu Besuch bei meinen Eltern. Meiner Mutter geht es nicht sehr gut. Wieso bist du denn 2 Jahre auf der Flucht? Weil ich Angst habe vor meinem Chef. Ich weiß, ich habe hier noch jemanden in Deutschland, der auch in einem näheren Kontakt zu diesem Mann steht. Dieser Mann hat ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Und dieser Mann würde mich töten. Warum stellt dein Chef dir denn nach? Hast du Insiderwissen, dass er befürchtet, du würdest das irgendwie weitergeben? Dieser Mann ist von mir enttäuscht. Dieser Mann hätte mir alles gegeben, was ich gewollt hätte. Also es ist so eine menschliche Sache, die zwischen dir und ihm abgegangen ist. Du hast also kein Geld mitgenommen oder irgendetwas? Nein, ich habe gar nichts mitgenommen. Das, was ich verdient habe, das war mein Geld. Was ich heutzutage allerdings als dreckiges Geld sehe. War das denn damals auch so eine Nacht- und Nebelaktion, als du abgehauen bist? Nein, das war keine Nacht- und Nebelaktion. Ich habe das geplant. Ich bin im Januar 96 weg. Wir hatten ein Dreifamilienhaus, meine Lebensgefährtin und ich, das haben wir verkauft. Es ist dann allerdings, wo ich weggefahren bin, auch noch etwas passiert, ein paar Wochen später. Wir hatten unten in dem Haus eine Familie wohnen, das waren Aussiedler aus Russland. Dort ist ein paar Wochen später mehrere Leute aufgetaucht, haben den Vermieter krankenhausreif geschlagen. Und die Person, die das gemacht hat, ist letztes Jahr im Juni zu 4 Jahren und 9 Monaten verurteilt worden. Und das ist nicht nur eines, es ist nicht nur das, es wurde so viel unternommen. Und ich weiß, dass dieser Mann, wenn er mich findet, ich habe solche Angst, überhaupt jetzt auch hier zu sein. Ich bin das erste Mal hier. Jetzt seit 2 Jahren auf der Flucht und du hast eine 13-jährige Tochter, richtig, sagst du. Ihr seid im Ausland, davon gehe ich dann aus. Ja.
ist das nicht sehr schwierig, dann auch für deine Familie ständig in dieser Angst zu leben? Gerade für so ein Kind, das muss auch in die Schule, das muss an einen sozialen Umfeld. Also ich muss dazu sagen, meine Tochter, die kommt von meiner Frau. Ich bin geschieden. Mhm. Meine Tochter lebt in Deutschland mit meiner Frau. Mhm. Ich habe nur telefonischen Kontakt mit meiner Tochter. Ich habe meine Tochter seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Mhm. Und ich kann sie auch nicht sehen. Mhm. Das ist nicht möglich. Dann muss in diesem Mann, in deinem ehemaligen Chef, ja eine ungeheure Enttäuschung sich breit gemacht haben, ne? Dass der so lang anhaltend Zorn und Hass empfindet. Dieser Mann kriegt cholerische Anfälle. Mhm. Dieser Mensch würde alles dafür tun, mich in die Finger zu bekommen. Woher bist du denn so sicher, dass er das heute immer noch so empfindet? Dass Weil ich immer noch mit jemandem aus seinem näheren Bekanntenkreis in Kontakt stehe. Und da hast du keine Angst, dass der dich irgendwie verraten könnte? Nein, das nicht. Diese Person nicht. Nein. Wie soll das denn weitergehen? 2 Jahre auf der Flucht ist verdammt hart, stelle ich mir vor. Das ist sehr hart. Ich kann mich zwar drüben relativ frei bewegen, ich habe dort auch ein kleines Geschäft, ich habe einen Geschäftspartner. Also das materiell und finanziell ist es okay? Das geht, ja. Mhm. Der ist verheiratet mit einer Einheimischen. Das Geschäft läuft über den Namen der Einheimischen. Stellst du dich denn darauf ein, dass du letztendlich nie wieder ganz frei dich in Deutschland bewegen kannst? Solange wie dieser Mann lebt, so traurig wie es ist, kann ich das nicht. Wie alt ist er denn? Der Mann ist jetzt 55 Jahre. Mhm. Also kannst du dich unter Umständen, wenn alles normal läuft, auf die nächsten vielleicht 20, 30 Jahre nicht so frei bewegen. So ist es, ja. Und damit hast du dich irgendwie auch abgefunden? Ja, das muss ich wohl. Mhm. So, aber ich konnte das nicht mehr ertragen, Domian. So, mit was für einer Brutalität dieser Mann zu Werke geht, das kann sich ein Mensch, der das so nicht... Ich habe Menschen kennengelernt, ich habe Russen kennengelernt, die würden einen, so ironisch wie das wirklich klingt, für 5 Mark ein Ohr abschneiden. Mhm. Ja, ja. Du hast damals, als du abgehauen bist, ihm das natürlich vorher nicht gesagt. Nein, das habe ich ihm nicht gesagt. Hast du ihm irgendeinen Brief oder irgendwas hinterlassen? Nein, eine Nachricht? Nein. Du warst nein. Also dann auch von heute auf morgen weg? Ich war von heute auf morgen weg, ja. Interessant, dass du jetzt gerade in Deutschland bist und gerade gestern unser Thema gehört hast und dich dann nochmal gemeldet hast. Ja, das ist interessant, ja. Mhm. Ich danke dir für dein nochmaliges Melden und ich kann dir wirklich nur wünschen, dass es irgendwie sich auflöst, wobei ich natürlich auch nicht dem Mann den Tod wünschen möchte, aber... dass es irgendwie zu einer guten Lösung kommt. Ich sage es mal so offen, wie auch immer. Weißt du, Domian, es ist auch so, man kann ja diesen Mann, man kann ihm ja nichts. Auch die Frauen, die bei ihm arbeiten, die haben ja viel zu viel Angst, auch wenn sie in irgendeiner Art mal durch eine Razzia, so wie es ja auch mal bei uns war, wo ich noch da war, da rausgeholt werden. Schlussfrage an dich, Wolfgang. Gab es denn mal die Überlegung deinerseits, dass du den anzeigst, um so Ruhe von ihm zu... Ja, richtig. Diese Überlegung gab es. Aber wenn ich das tun würde, müsste man mich wirklich unter Polizeischutz stellen. Mhm. Wär das so schlimm? Ich weiß nicht, ob das so einfach geht. Ich meine, dieser Mann hat ja, wie du selbst sagst, wirklich ganz viel Dreck am Stecken. Ja. Und er ist verantwortlich für sehr viel Leid und für sehr schlimme Schicksale. Ja, das stimmt. Wäre es denn auch nicht für dein Gewissen besser, wenn du ihn anzeigen würdest und die ganze Sache dann auch in die Hände der Justiz käme? Ja, du hast recht, was du sagst. Ich habe das schon überlegt, natürlich, aber... Es ist nicht einfach. Einmal würdest du vielen Menschen vielleicht helfen, indem du weitere Straftaten verhinderst. Ja. Zum anderen würdest du deinem Gewissen, glaube ich, auch recht gut tun selbst. Und du hättest eine Perspektive, wenn er in den Knast kommt, und das wird er vermutlich für lange Zeit, wenn das alles bewiesen würde, was du sagst, dass du dich auch frei bewegen könntest. Ja, da hast du recht. Aber das ist natürlich eine Entscheidung, die du ganz alleine für dich fällen musst. Und ich will dir da jetzt auch nicht massiv zureden, weil ich die Gesamtzusammenhänge natürlich auch jetzt nicht so ausführlich kenne. Es ist ja auch nicht in deiner Sendung immer so viel Zeit, dass man das einzelt. Habe ich schon Verständnis für. Ja. Lieber Wolfgang. Ja, Domian. Wie auch immer, alles Gute. Ja, ich danke dir. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Jetzt wird mir unheimlich warm. Am liebsten würde ich mich gleich ganz ausziehen. Ich weiß gar nicht, was die Birgit macht. Vielleicht ist das ihre Intention, dass ich jetzt hier gleich mit nacktem Oberkörper sitze. Aber das will ich euch erstmal nicht hier, sonst seid ihr alle so verwirrt und wir können gar nicht mehr richtig reden. Machen wir weiter mit Renate und die ist 45. Hallo Renate. Hallo. Hallo. Ganz nah ans Telefon bitte. Ja, ich bin ganz nah am Telefon jetzt. Alles gut verstehen kann, ja. Alles klar. Renate. Also ich wollte ganz gern über Telefonerotik mit dir reden. Ich hatte es doch im Blut, diese Stimme. Und zwar habe ich mir, das war ungefähr vor einem Jahr, da habe ich die 0130er Nummern gewählt, so aus Spaß, ich denke. Das ist da, wo die Mädels umsonst reinkommen, ne? Das sind einzig die 100, ja. Guckst du mal, was da los ist? Das hat mir einen unheimlichen Spaß gemacht. Du bist aber wirklich eine Frau.
Okay. Und das habe ich dann so mehrmals gemacht. So. Ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, kein Beruf gehabt, nichts. Ich denke, das müsstest du doch beruflich machen, das Ding. Da kam dir die zündende Idee, ich werde Telefonsex-Anbieterin. Ja, genau das. Ist es wahr? So ist es gekommen. Das müsstest du beruflich machen. Ich mich erkundigt, ich auch die 190er-Nummern angerufen. Ich denke, hey Leute, wie macht ihr das? Mhm. Konnte mir keiner genau sagen. Mhm. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen. Nette Telefonstimmen gesucht. Ich angerufen. Ja, kommen Sie mal her. Mhm. Ich hingegangen. Mhm. Sofort einen Vertrag gekriegt. Nein, sofort. Mhm. Musstest du Probe sprechen irgendwie? Nee, nix. Nix, die haben dich angeguckt, du hast ein paar Worte mit denen geredet ja. Und das war's dann. Dann Vertrag gekriegt und ich nach Hause und dann ging's los, ne? Du hast dann von zu Hause aus das gemacht? Nee. Ja, das geht von zu Hause. Aber läuft über eine Agentur? Das läuft über eine Agentur. Und das wird dann auch irgendwie so abgerechnet und verrechnet? Das wird dann über eine Agentur abgerechnet, ja, genau. Hast du im Moment schon deine Profistimme drauf oder sprichst du immer so, wie du jetzt im Moment mit mir redest? Eigentlich so noch nicht. Ich rede sonst ein bisschen anders. Ich merke schon, es klingt so ein bisschen so lassiv, ne? Ne, meine Normalstimme wäre dann so am Telefon. Hi, Süße. Ah ja. Ja, so ja. In der Art. So, ja, ja. Und, ja, dann ging's los. Dann hast du angefangen, den Jungs Spaß zu bereiten am Telefon. Ja, genau das. Und ist es dir leicht gefallen am Anfang? Das fällt mir immer noch leicht. Wie lange machst du es denn jetzt schon? Das mache ich jetzt etwa 3 Monate. Ach, ist ja noch ganz frisch. Mhm. Ja. Und machst du es dir denn selbst dann auch, wenn du mit den Männern telefonierst? Teilweise. Was heißt denn teilweise? Wann machst du das? Wenn da so eine richtig geile Stimme ist, ein geiler Typ ist, dann schon, ja. Was sind denn für dich geile Männerstimmen? Na, so wie du zum Beispiel. So das ist eine geile Männerstimme. So eine Art, eine geile Männerstimme. Ja, also könnten wir beide gut ins Geschäft kommen, wenn ich bei genau dir so, ja. öfters genau. bei dir anrufen würde. Ja. Wie viele Kunden hast du denn am Tag? Na, schätze mal so 20, 25. Ui, und wie lange telefonieren die? Ja, so im Schnitt, du musst es überlegen, manche 25 Minuten, manche eine Stunde. Das ist lange, ne? Manche, aber auch nur 3 Minuten. Also es gibt auch Quickies zwischendurch. Ja, genau das. Also das. Manche drücken dann gleich weg, weil sie meine Stimme schon auch schon kennen. Ja. Auf wie viele Orgasmen kommst du pro Tag? Ach, höchstens einer. Aber ich denke mal, für mich ist es wichtig, wenn die Männer schon so viel bezahlen, dass sie zum Orgasmus kommen. Was zahlen die Männer denn? Also ich glaube 2,40 € die Minute, ne? Das ist viel, ne? Ja. Ja, also wenn man da 25 Minuten spricht, ist das schon ein teurer Orgasmus. Genau das. Ja. Aber dann sehe ich auch zu, dass sie auch immer wirklich zum Höhepunkt kommen. Wenn die bei dir anrufen, dann gehe ich davon aus, dass sie schon so irgendwie in der Sexstimmung sind. Ne? Ja, meistens. Nicht gerade über Aktien nachgedacht haben und dann schnell bei dir anrufen. Meistens. Kommen die denn relativ gleich zur Sache oder gibt es dann doch noch irgend so ein bisschen Smalltalk vorher? Über das Wetter? Über irgendwas? Erstmal über irgendwas reden, ja. Und fängst du dann das Sexgespräch an? Nein. Nee, das fangen die immer an. Nein, ich frage mal erst, worauf sie Bock haben. Mhm. Normales Gespräch oder... Was bietest du denn alles an? Also bei mir geht es... Ich bin so ziemlich für alles offen, muss ich dazu sagen. Mhm. Also so SM-Geschichten gingen auch? Nee, SM nicht. SM nicht. Ich mag keine Männer beschimpfen oder wehtun oder wie auch immer, das mache ich. Hast du auch so, ich sag mal, so moralische Grenzen, dass du dich nicht einlässt auf Gespräche, wo du ein Kind spielst? Genau das. Das machst du nicht? Habe ich schon gehabt am Telefon. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, wenn du nicht sofort aus der Leine bist, dann gibt's das. Also dann werde ich dermaßen böse. Dann rufe ich natürlich bei der Agentur an. Ich sage, passt mal ein bisschen auf da drüben. Also in der Regel sind es Gespräche so, wie wir normalen Menschen den Sex mögen. Genau. Also es gibt keine besonderen ausgefallenen Sachen. Trotzdem die Frage, was sind denn so die Fantasien, mit denen du die Männer, die Jungs am meisten heiß machst? Also das ist mit Französisch. Mhm. Ist es so, deiner Erfahrung nach auch, dass die meisten Männer auf, darf man ja gar nicht hier so sagen, auf Blasen stehen? Ja, klar. Ja, das ist so. Viele, ganz viele. Ganz viele. Ja. Ganz viele. Auch viele auch auf Anal oder so. Mhm. Ne? Ganz viele. Sollte man wirklich nicht glauben. Mhm. Ne? Wie siehst du, wie kann man sich dich vorstellen, während du bei der Arbeit bist?
Also ich liege meistens gemütlich auf dem Sofa. Ja, wie bist du angezogen? Normal. Also du bist schon angezogen? Ja, normal angezogen. Du erzählst dir Männer aber, dass du da nackt auf dem Sofa liegst, oder wie? Wenn ich natürlich gerade geduscht habe oder so und in dem T-Shirt liegen, sage ich denen, das ist ja klar. Also es gibt ja immer die Horrorversion bei allen Leuten, die Telefonsex beanspruchen, dass die Dame dann am Bügeln gerade ist. Nein, das geht immer. Oder Kinderwäsche strickt oder irgend sowas. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Das geht nicht, weil im Endeffekt du musst jedes Gespräch annehmen und jedes Gespräch zählt. Mhm. Was du verdienst. Gab es schon mal Momente, wo du dachtest, ich krieg den gar nicht heiß gemacht, ich schaff's nicht? Gab's auch. Ja, und wie machst du dann? Wie reagierst du dann? Entweder lege ich dann wirklich auf, weil es mir dann zu doof wird. Mhm. Oder aber dann legt er auf. Ne? Wie alt sind denn die im Durchschnitt, deine Kunden? 30. Und es fing dann mit 18 schon an. 18. Von 18 bis 80? Bis 18, bis 55. Ja. Ja. Würdest du auch Frauen bedienen, wenn dich Frauen anriefen? Mich hat auch schon eine Frau angerufen. Und, hast du das auch gemacht? Ich habe zu ihr gesagt, du, das habe ich noch nie gemacht. Hat sie gesagt, ist ja nicht schlimm, mach mal, oder nee, so? Nee, ich sage, das habe ich noch nie gemacht, tut mir leid, es geht nicht, ich kann nicht. Aber pass mal auf, es gibt bestimmt eine Frauenline, ruf da mal an. Gibt's, sehe ich nachts immer, wenn ich durch die Fernsehwelt zappe. Ja. Es gibt schwule Lines und ja. Frauenlines. Aber wie viel verdienst du im Monat damit? Ich habe ungefähr im Schnitt, wenn ich alles abziehe, so 1300 netto. Das ist aber nicht so ganz viel, ne? Ich dachte, dass da mehr rauskommt. Wenn du so viel Gespräche am Tag führst. Ja, du musst aber überlegen, ich bin zu Hause. Mhm. Brauche mir nicht umzuziehen, brauche nicht raus. Mhm. Kann zu Hause machen, was ich will. Also für dich ist es ein guter Job und du willst es auf jeden Fall weitermachen. Ja. Ja? Jetzt muss ich dich doch nochmal fragen. Ich habe vorhin gesagt 45. Ja. Du hast wirklich eine grandios junge Stimme. Ja, das ist immer so. Wie, das ist immer so? Sagen Sie alle Leute. Das wird mir immer nachgesagt, ne? Ja, ist doch wunderbar für dich. Ja, also ist doch ein Kompliment. Ja, weiß ich. Also ich hätte jetzt so geschätzt, also, wie die Renate ist so 22. Nee. 45. Also in diese Stimme haben sich schon ganz viele verliebt. Ne? Das kann ich fast richtig gut verstehen. Danke für deinen Anruf und viel Erfolg beim Telefonieren. Okay, tschüss. Ciao, ciao. Ne? Thomas, 22. Hallo? Ja, Thomas. Hi, Domian. Ja, guten Morgen. Mein Problem ist, Verhältnis mit der Mutter von meinem besten Freund hat. Ach, könnt ihr euch nicht noch was Komplizierteres immer ausdenken, was ihr so im Leben macht? Ein Verhältnis mit der Mutter deines besten Freundes? Ja, ich weiß nicht, ob das ein Verhältnis zählt. Also ich bin im Moment arbeitslos und ich meine, am Wochenende war ich mit meinem Kollegen, also mit meinem besten Freund bei dessen Eltern frühstücken, der fing dann langsam so an. Ach, jetzt gerade am Wochenende erst? Nein, ein Wochenende. Ein Wochenende. Ja, und dann hat's geknallt irgendwie, ne? Wie hat's denn da geknallt? Ja, erstmal leichten Kontakt so, ne? Während so des Frühstücks? Angucken, Augen blinzeln. Beim Frühstück, während das Frühstücksei gegessen wurde. Ja, und sie ist auch verheiratet. Hört sich jetzt doof an, ne? Das ist ja mein Problem jetzt. Klingt grade normal, ja. Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob ich das meinen Freund sagen soll. Ja, nun sag doch erstmal, was da abgegangen ist zwischen euch. Ja, erstmal Augenblinzern und dann ist er zur Arbeit gefahren. Mhm. Ja, und dann habe ich nur meinen Tisch abgeräumt, hat sie mich im Arm genommen, ja, helfe noch ein bisschen so rumtatscheln, weißt du? Rumtatscheln. Ihr beide wart alleine. Ja, wir waren alleine. Mhm. Das Vater war auch arbeiten. Mhm. Ja. Und dann habt ab ihr in die Kiste. Ab in die Kiste. Wie oft wart ihr in der Kiste? Seitdem? Ja, wir sind jetzt, das läuft jetzt ungefähr seit 2,5 Monate, knapp 3 Monate. Also, ja, kann man schlecht sagen. Ich zähle halt nicht auf jeden Fall. Okay, also es ist aber schon ein paar Mal, einige Male passiert. Ne? Immer ganz streng geheim. Wie alt ist denn die Frau? Ja, 37, schätze ich mal. Ich habe sie auch nicht ganz drauf nachgefragt. So jung, ne? Alter, 37. Ja, mein Kollege ist 19. Also eine ganz junge Mutter. Ja, eine super, Mutter. Super junge Mutter. Vielleicht ist sie ja auch ein bisschen älter. Und du wirst ihr nur schmeicheln. Nee, Alter, nee, um den Altersumschnitt ist er so ungefähr. Ja, okay. Was meinst du denn, wie dein Freund, dein bester Kumpel darauf reagieren würde, wenn er das rausbekäme? Ist ja die Frage, ne? Ja. Ich komme ja super mit dem klar, ne? Ich komme auch mit dem Vater klar. Mhm. Deshalb. Wie würde er denn reagieren, dein Kumpel? Ich glaube, der wird an ihn glauben. Mhm. Denke ich mir mal. Hat denn diese Frau schon was zu dir gesagt, wie sie sich das vorstellt, ob wenn das mal rauskommt, was dann passieren könnte? Ja, sie sagt,
Das war eigentlich kein Thema. Deshalb, ich bin am Überlegen, ob das für Sie nur just for fun ist, eine Ablenkung. Mhm. Also, ich habe mich schon in Sie verknallt. Mhm. Du hast aber die Vermutung oder der Verdacht. Ja, Verdacht könnte sein, dass Sie das einfach nur so mal so, dass du so ein Lustjunge da. Ja, so ein Hausfreund. Hausfreund. Ja. Wie ist denn die Ehe zwischen ihr und dem Mann? Weißt du da was drüber? Oder habe ich keine Ahnung von. Mhm. Also, könntest du dir vorstellen, dass da alles in den Bruch geht, also auch die Freundschaft zu deinem besten Kumpel, wenn das rauskommt? Schwer zu sagen, ne? Kann sich in meine Lage reinversetzen? Mhm. Also, es klingt sehr kompliziert alles. Ja, ich würde fast dir raten, wenn dir nicht so sehr viel dran liegt, also richtig so ganz groß bist du ja auch noch nicht verliebt, ne? So hört sich das ja auch nicht an. Er ist der Reiz, weißt du, die ist ein paar Jahre älter als ich, bin 22, ne? Also besser wäre es, glaube ich, wenn du die Finger davon lassen würdest. Einmal funkst du da voll in eine Ehe rein. Ja, gut, ja, deshalb. Das ist nur auch ihr Bier, dass sie das mitmacht. Dann ist da dein Freund und die Zukunft sieht, glaube ich, nicht rosig aus für dieses Verhältnis. Es kann wirklich sein, dass die dich da einfach als Hausfreund hält, weil sie mal Frischfleisch braucht, mal böse ausgedrückt, ne? Wenn sie vielleicht dann, weiß ich, schon etwas ermüdet ist in der Ehe. Ich würde versuchen, die Finger daraus zu nehmen, davon zu lassen, Thomas. Ja, du kennst ja in den jungen Jahren, da will man ja so ausnutzen. Aber also, ich glaube, du bist doch ein pfiffiger Bursche, du kriegst doch auch andere Frauen. Ja, auch, sie sagt doch, sie sieht süß aus und so, ne? Ja, aber es gibt sicher auch andere. Ja, wenn du auf ältere Frauen stehst... Nee, eigentlich nicht so, ne? Ja. Das ist wirklich eine hübsche, ist das. Ach, es gibt so viele. Ihr Alter, so, ne? Ja. Aber, wie soll ich jetzt sagen, ist nun mal die Mutter von meinem besten Kollegen. Eben. Wenn ich jetzt sagen würde, jetzt ist Feierabend, ist nichts mehr, vielleicht... Ich weiß ja nicht, wie sie darauf reagiert. Ach, was soll sie machen? Gar nichts kann sie machen. Die wird, die muss sich damit abfinden. Die hat doch überhaupt nichts gegen dich in der Hand. Wer ist das? Die hat er aufgelegt. 1.36 Uhr und 47 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Der beste Kumpel reingekommen und da musste der Thomas ganz radikal auflegen. Ihr Lieben, hier ist 1Live Domian, Talkradio aus Köln, vom WDR, von 1Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht sind wir gänzlich offen für alle Themen, über die ihr Bock habt, euch zu unterhalten, euch mit mir zu unterhalten. An dieser Stelle möchte ich euch schon mal sagen, was wir morgen machen. Morgen haben wir eine Themennacht und die Themennacht heißt das große Fressen. Erzählt mir von euren Fressorgien. Erzählt mir, was ihr vielleicht Perverses bisher schon gegessen habt oder Exotisches. Viele Leute fahren ja nach Asien und da gibt es ja ganz, ganz seltsame Dinge, dass man Affenhirn oder sowas als Spezialität gereicht bekommt. Und welche Verbindung gibt es bei euch zwischen dem großen Bereich Lebensmittel und dem großen Bereich Sex? Ich sage als Stichwort nur Frauenglück. Die Insider wissen Bescheid. Also darum geht's morgen. Zu diesem Thema bitte heute nicht anrufen, sondern morgen. Unsere Telefonnummer, die habe ich heute noch gar nicht gesagt. Mensch, 0130 29 11 und die Faxnummer 0130 11 51 22 und die E-Mail-Adresse 1live zusammenschreiben @wdr.de. Nächster Anrufer, Carlos, 45, hallo. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Carlos. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mhm. Ich bin ja halt nicht so ein Fernsehstar wie du. Erzähl mal, einfach drauf los. Also mein Thema ist folgendes, es fühlt sich auch ein Novo, nehme ich an. Also vor 2,5 Jahren ist mein kleiner Pudel gestorben. Mhm. Und zwar, es hat eine lange Vorgeschichte. Er hat 2 Jahre lang an Diabetes gelitten. Mhm. Ich habe für dieses kleine Kerlchen alles getan. Und wie alt war er, als er gestorben ist? Der war 11 Jahre alt. Ach, so einen kleinen Bruder hast du noch. Naja, das ist so. Es war
kleinen Toypudel, ne? Ein Nachzügler quasi. Ja, ja, das ist eine ganz kleine Größe, also die kleinste Pudelgröße überhaupt, ne? Oh Gott, jetzt habe ich aber ein super Missverständnis. Ich habe verstanden, mein kleiner Bruder. Nein, du redest von deinem Pudel. Na ja, von meinem kleinen Pudel. Das ja, von dem, ich bin ja gar schon ganz betroffen, der Arme. Nein. Also es war nur in Anführungszeichen ein Pudel. Ja, es geht um einen kleinen Pudel. Ja, also liebe Tierfreunde, nicht schimpfen, was ich jetzt nur gesagt habe. Also ist es schon schlimmer, als wenn es dein Bruder gewesen wäre. Also ich bin ein Einzelkind, ich habe keinen Bruder. Und ja. Nein, es geht um einen Pudel. Aber kommen wir zum Thema jetzt. Ja. Was war denn ein Jahr, ist er gestorben, wie gesagt, und es hat eine lange Vorgeschichte. Und ich habe so ein Thema bei dir noch nie gehört. Aber ich nehme an, dass irgendwie manche Leute auch anspricht. Denn mein Pudel war 2 Jahre lang an Diabetes erkrankt. Mhm. Ich habe alles für ihn getan und also zweimal am Tag muss ich ihn spritzen. Mhm. Das war auch viel mit Umkosten verbunden. Spritzen kaufen, Insulin kaufen, ja. Einmal im Monat zum Arzt oder alle 2 Wochen, je nachdem, Blutkontrolle und so weiter. Und naja, und wenn man sich um so ein kleines Kerlchen kümmert, dann ist er schon ein vollwertiges Mitglied der Familie. Kann ich mir vorstellen, obwohl ich keinen Hund habe, aber kann ich mir gut vorstellen. Und, was ist der Grund deines Anrufes bei mir, Carlos? Ja, es ist die Art, wie der gestorben ist. Wie ist er denn gestorben? Auf einen Sonntagabend gucke ich dann, war das ein Trinknapf und er lag schon auf der Seite und dann war dann nur, das stimmt was nicht und ich habe versucht, meine Tierärztin zu erreichen, mhm. die war nicht zu kriegen am Sonntag natürlich und da war ich gezwungen zum tierärztlichen Notdienst zu fahren. Mhm. Badezimmer war alles voll, also ziemlich viel Betrieb, aber ich kam gleich dran und der hat gleich einen hohen Zuckerwert festgestellt. Mhm. Daraufhin hat er mir erzählt, ich soll ihn da lassen. Also ich hätte meinen Hund nie allein gelassen. Mhm. Aber durch familiäre Gründe, die zu dem damaligen Zeitpunkt, die ich hier nicht näher erläutern will, war ich gezwungen, meinen Hund da zu lassen. Mhm. Also einen Arzt, den ich überhaupt nicht kannte, aber naja, ich kam nach Hause, ich habe eine Stunde später angerufen, ja, es geht ihm schon besser und so weiter. Und schon eine Stunde später wieder angerufen und ja, es geht ihm wieder besser. Aber Herr Carlos, das erzähl mir erstmal nicht so detailliert. Also irgendwann ist der Pudel dann gestorben. Ja, und sagt mir, er muss nochmal schlafen und so. Also, und am nächsten Tag bekam ich einen Anruf, morgens um 7. Ich hatte einen Tag gerade frei. Ja. Und sagte mir, ja, also ihr Hund liegt im Sterben. Mhm. Ich aus dem Bett hochgeschossen, in mein Auto hingesetzt. Ich habe bestimmt sämtliche Geschwindigkeitsüberschreitung gebrochen. Mhm. Als ich da ankam, war er schon steif im Brett. Mhm. Und da lag er so lieblos da, also so lieblos auf kalte Fliesen. Mhm. Reicht den Schäferhund, anderen Käfig, noch anderer Hund und so weiter. Und und ein paar Wochen später bekam ich dann die Rechnung von ihnen über 500 Mark. Mhm. Ne? Aber das war mir alles egal. Mhm. Nur wie gesagt, mein Vorwurf ist folgendermaßen, dass dieser Mensch sich um ein Tier nicht gekümmert hat. Der ich glaube, dass diese Geschichte nicht einmalig ist. Mhm. Dass, ich denke einfach nur, also ich sage einfach, ich lebe in sehr klaren Verhältnissen. Ich habe eine sehr glückliche Ehe. Mhm. Ich bin vor 2 Jahren Vater geworden, also mir geht es blendend. Nur abends, wenn ich so alleine bin, manchmal kommen mir noch diese Gedanke und an den kleinen Pudel und du fühlst ich kann dich einfach nicht abstellen. Und du fühlst dich ja über den Tisch gezogen, auch von dem Tierarzt. Ja, also es geht mir weniger nicht ums Geld, sondern es geht mir auch darum, dass es gibt alleinstehende Menschen, kranke Menschen, alte Leute, die sich niemand um sie kümmert, die haben einen Hund oder eine Katze oder irgendwas. Mhm. Und wenn so ein Tierarzt unverantwortlich damit umgeht. Ich verstehe, was du meinst. Nicht an dem Gefühl der Menschen denken. Ich habe mit dieser Thematik keine Erfahrung. Dennoch glaube ich schon, dass du da sicher vielen Leuten aus der Seele sprichst. Lass uns das Thema mal ganz einfach so stehen, wie du es jetzt erzählt hast. Und ich kann das nicht weiter kommentieren. Wir wollen es auch nicht noch weiter vertiefen. Es hat dich schon traurig gemacht, was man verstehen kann. Also der einzige Hauptvorwurf, den ich mir wirklich mache, ist folgendes. Aus Liebe zu meiner Frau
ich habe die Rechnung ein Jahr lang behalten und ich wollte gegen ihn klagen. Ich wollte ihn wirklich mal von Kali bringen. Ich wollte ihn begründen, wie der auf die Summe kommt. Weil das Geld hat für mich keine Rolle gespielt. Was für einen Vorwurf machst du dir? Ich mache mir einen Vorwurf, dass ich dass ich nichts gegen den Menschen unternommen habe. So, und ich denke, zu dem Thema haben wir jetzt... Ich denke, wir haben jetzt genug gesprochen zu dem Thema. Ich verabschiede mich von dir, Carlos. Mach's gut. Bye, bye. Alles. Es gibt ja doch eigentlich wichtige Sachen, als über den Pudel zu reden. Susanne, 31. Hi. Ja, hallo Jürgen. Hi. Dein Thema. Ja, Jürgen, ich wollte dir einfach mal was Schönes berichten. Und zwar, dass ich unendlich glücklich bin mit meiner Frau. Mit deiner Frau? Mit einer Frau? Mit meiner Frau, mit deiner Frau? Ja. Schön. Ja. Wie kam es dazu? Dir das zu sagen? Nee, nein, wie kommt es überhaupt zu eurem Glück? Wie hat sich das ergeben? Ach, fantastisch. Es ist so gewesen, dass ich sie letztes Jahr im Februar kennengelernt habe. Und ja, erstmal kam die Problematik, als ich dann gehört habe, sie ist schon seit 10 Jahren verheiratet und hat 2 Kinder. Naja, und dann dachte ich, da ich schon immer lesbisch gewesen bin, ja, da dachte ich mir erstmal, ja, erstmal Finger weglassen und naja, in keine Ehe und. Ja, und dann hatte ich mich aber trotzdem mit ihr unterhalten und sie hatte mir schon berichtet, dass sie, also ein paar Monate vorher, eine 10 Jahre alte Dreierbeziehung beendet hatte. Also hatte sie schon auch mit Frauen Erfahrung. Ja, und dann hatten wir geredet und geredet und irgendwo hatte ich das auch versucht mit einer Dreierbeziehung, um ja festzustellen, wie es ist mit Mann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall klappte das nicht. Und ja, im Endeffekt sind wir dann beide so dabei geblieben, dass wir zusammengezogen sind, sie hat sich von ihrem Mann getrennt und sind unendlich glücklich, seit einem Jahr. Und ihr seid quasi jetzt ein Ehepaar, wenn es denn ginge, ja, wenn es denn endlich mal ginge in Deutschland. Endlich mal, ja. Ja. Würdest du heiraten? Ja. Du würdest heiraten? Auf der Stelle. Auf der Stelle. Ja. Warum? Was würde dir die Ehe noch mehr geben, als das, was du jetzt schon hast an Glück? Die Sicherheit, vom Start her. Hat es auch damit was zu tun, dass du dich dann auch in der Öffentlichkeit zu deiner Frau, deiner Freundin dann so bekennen möchtest? Das tun wir sowieso. Ja gut, aber das wäre dann ja nochmal so eine amtliche Beurkundung. Was Amtliches, genau. Ja, ja. Genau. Ist es deine Liebe des Lebens, die Liebe deines Lebens jetzt? Endlich, ja. Endlich. Ja. Du bist jetzt 31, naja, ja, genau. Manche treffen sie erst mit 60, habe ich neulich gehört. Ja. Insofern bist du dann auch gut dran. Ja, stimmt. Das ist schön. Ich höre gerne auch solche Sachen. Einfach ein jemand, der glücklich ist und erzählt mir, dass er eine tolle Frau hat. Klasse, ja, Sache. Das ist auch schön. Wie heißt sie denn? Manuela. Manuela. Guckt sie oder hört sie zu? Ja, sie sitzt neben mir. Herzliche Grüße an Manuela. Ja. Auf dass euer Glück 30, 40, 50 Jahre hält. Ja, hoffentlich. Alles. Vielen Dank. Und dass ihr die Zeit dann auch noch erlebt, dass man heiraten kann. Ich bin ja ganz optimistisch, dass wir das irgendwie durchkriegen in Deutschland bald. Schaffen wir es schon irgendwie. Ich glaube auch. Alles Gute euch beiden. Jürgen. Ciao. Jürgen. Ja. Was ich noch sagen wollte, und bitte, zwar zu deinem Thema vor 2, 3 Nächten mit dem Sexpraktiken. Liebesspielzeug. Liebesspielzeug, ja, genau. Ich hoffe, dass der junge Mann, der dich angerufen hat, jetzt auch mal zuhört, und zwar der die Barbie-Puppen benutzt. Ja, wobei ich mir ja nicht ganz sicher war, ob... Stimmt auch nicht. Nur wenn es so stimmen sollte, sollte er bitte seine eigenen Barbie-Puppen kaufen. Ja, das ist ein guter Rat. Und nicht von dem kleinen Mädchen da, die anschließend noch damit spielt. Die auch noch klaut, die Barbie-Puppen. Wobei ich es praktisch mir sehr schlecht vorstellen kann, das tut doch weh, ne? Wenn man muss weh tun. Ja. Und vor allen Dingen, wenn da der Kopf noch dran ist, naja, sei auch hingestellt. Sei dahingestellt. Nur, wenn es so sein sollte, er sollte zuhören, wenn so teuer sind sie nicht, kauf dir einen, genau, Mensch. Aber habt ihr die ganze Sendung verfolgt? Ja. Es ist ja schon verrückt, ne, was die Leute alles machen. Oh, ja. Vor allen Dingen, was die sich da alles reinstecken. Ne? Ja, vor allen Dingen, wir sind leidenschaftliche Billardspielerinnen. Es musste bei jeder Billardkugel daran denken, was man damit auch machen kann. Das war so. Wir vertiefen das Thema jetzt nicht nochmal. Nein, nein. Euch beiden alles Gute. Ja, dir auch. Bye, bye, ciao. Danke, tschüss. Claudia ist 37. Ja, ich bin hier. Ja, und jetzt bei mir am Telefon. Ja, genau, bin ich. Du klingst ernst, Claudia. Bitte? Du klingst so ernst. Ja, es geht mir auch um ein ernsteres Thema als das vorherige. Ja. Es geht mir eben um diese Geschichte in der Wohngruppe, die sich da in Köln abspielt. In der Wohngruppe? In dieser Wohngruppe Düren. Die haben doch diesen Disput da mit den Nachbarn. Es ist eine Wohngruppe, die besteht aus schwerstbehinderten Männern. Ach, die Geschichte meinst du? Ja, genau, die Geschichte meine ich. Also die
von Gerichts wegen verboten bekommen haben, sich im Garten zu äußern. Ja. Und Redeverbot, ne? In den Zeitungen Redeverbot für Behinderte. Ja, also es ist, finde ich, ein skandalöser Zustand. Mhm. Das kann man also nicht so stehen lassen. Also Vorgeschichte war, dass die Nachbarn sich gestört haben, ja, gefühlt von den geistig behinderten Leuten, ja, die dann in den Garten gegangen sind. Das ist eine Einrichtung des Landschaftsverbandes und die reden ja schon mal ein bisschen lauter, Behinderte, geistig Behinderte, und da hat die Nachbarin sich gestört gefühlt. Und ja, das Gericht hat ihr Recht gegeben. Ja, allerdings. Es ist eben so, dass diese Gruppe da eben, also auch im Sinne des Normalisierungsprinzips, außerhalb von einem großen Heim lebt, eben in einem Einfamilienhaus. Mhm. Eben auch integriert in die normale Welt, ja, nicht abgesondert irgendwo im Ghetto. Ja, damit die Lebenszusammenhänge einfach auch da sind, auch mit diesem Anspruch, denke ich, dass ja Menschen, nicht behinderte Menschen, die keinerlei Erfahrung mit Behinderten haben, so Schranken ablegen können, ja, durch den normalen Lebenszusammenhang. Und genau das ist jetzt irgendwie so daneben gegangen. Ne? Ich finde das so bedauerlich, weil es so wahnsinnig viele Beispiele dafür gibt, nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland, dass das der richtige Weg ist. Also als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Nein, das kann nicht wahr sein. Es gibt immer wieder Urteile, wo man einfach nicht an den Geist der Richter glauben kann. Ja. Ich weiß, vor einigen Jahren gab es doch das Ähnliche, da hatte jemand geklagt, der auf Reisen war und sich durch eine Gruppe von Rollstuhlfahrern in seinem Wohlgefühl beim Frühstück hat behindert gefühlt, ne, und hat auch Recht bekommen. Ja. Wo leben wir denn? Ja. Wo sind wir denn? Ja, weißt du, ich finde das unglaublich, aber weißt du, was mir dann auch so im Nachhinein durch den Kopf ging? Das wäre eine Geschichte gewesen, die nicht ins Gericht gehört hätte, sondern vor einen Schiedsmann. Mhm. Und dieses Bestreben ist ja eigentlich in diesem wunderbaren Staat. Ich finde ihn wunderbar, weil es eigentlich eine wunderbare Demokratie ist, nach dem Zweiten Weltkrieg unter Aufsicht vieler Staaten errichtet und mit den richtigen Prinzipien, die für viele andere Staaten auch mal wegweisend waren. Also das in diesem wunderbaren Staat, aber eben manches nicht vor Gericht gehört, gerade heutzutage nicht. Ja? Ich bin der Hoffnung, Claudia. Der Landschaftsverband Rheinland geht jetzt in eine nächste Instanz. Ja. Und ich bin sehr optimistisch, dass es da zu einem anderen Urteil kommen wird. Ja. Richter sind auch nur Menschen und unter Richtern gibt es auch Deppen. Ne? So kann man das sagen. Ja, weißt du, was ich zunächst auch... Ja, und da wäre also ein Schiedsmann meines Erachtens also notwendig gewesen. Mhm. Und zum anderen meine ich, weißt du, den Leuten ist ja per Gerichtsurteil jetzt zur Maßgabe gemacht worden, sich eben so stundenweise nicht im Garten aufzuhalten. Ne? Und ich finde, das ist auch so eine Sache, die einfach zeugt, dass es da... es ist ja diskriminierend. Das ist diskriminierend und dass es eben um ganz tief liegende Ängste bei der Frau wohl auch geht. Die habt ihr im Fernsehen gesehen. Ja? Ich habe sie auch gesehen, ja. Ja, und ich meine, der kaufe ich auch ab, dass sie Ängste hat. Aber ihm, weißt du, er ist Musiker. Ne? Er hat sich da vorgestellt, man hat ihn am Flügel gefilmt. Und ihm hätte ich also schon so ein bisschen mehr abverlangt, dass er als Musiker die Laute, die geistig behinderte Menschen von sich geben, ja, nicht als abartig einordnet. Also klar, er muss doch aus der Musik heraus wissen, ja, wie Laute und Tonfolgen entstehen. Deine viele Meinung? Empfinden Schönberg, ja, also Schönberg oder Bartok mit seiner Zwölftonmusik auch als abartig. Sehr störend, ja. Ich glaube, deine Meinung ist sehr klar rübergekommen. Ich glaube, dass die meisten Zuschauer und Zuhörer auch deiner Meinung sind und hoffen wir alle gemeinsam, dass das nächste Gerichtsurteil für die Behinderten positiv ausfallen wird. Ja, das danke für deinen Anruf und danke, dass du das thematisiert hast. Ja, ich danke dir auch. Ciao. Und vielen Dank dir, dass du mich erst zu Wort kommen lassen. Mach's gut, Leute. Ciao. Tschüss. Thomas ist dran und Thomas ist 28. Hallo Thomas. Hallo Jürgen, grüß dich. Ja. Guten Morgen. Ich bin froh, dass ich dir heute eine frohe Kunde habe, kein Problem mit Sex habe. Du hast kein Problem mit Sex? Nein. Was bist du denn? Aber, warum ich dich anrufe, ich bin vor 3 Stunden... Vater geworden. Sag bloß. Ein gesundes Mädchen hat meine Frau zur Welt gebracht. Sie war sehr tapfer. Aha. Sie wiegt 3890 Gramm, 51 Zentimeter groß und einen Kopfumfang von 31,5 Zentimeter. Ist das nix? Man misst den Kopf auch sofort. Ja. Das wusste ich gar nicht. Kommt raus, wird abgesaugt, wird das Fruchtwasser vom Mund rausgesaugt und hat gleich geschrien und guckt sich alles an jetzt schon. Und sie funktioniert, alles ist dran und das kleine Kindchen, ist es ein Junge oder ein Mädel? Ist ein Mädchen, heißt Caroline Kerstin. Caroline Kerstin. Ist ganz fit und guter Dinge. Ganz fit, hat mir gleich in die Augen geguckt. Du warst dabei? Ich war dabei, ja. Ich bin von der Arbeit zurückgerufen worden. Ja.
habe mich beeilt und kam zur rechten Zeit noch. Ich hatte Spätschicht und kam genau zur richtigen Zeit ins Krankenhaus. Wie abgestimmt. War das das erste Mal, dass du bei einer Geburt dabei warst? Ja, ich habe zwar schon einen Sohn, aber das war eine Sturzgeburt. Der kam innerhalb von 10 Minuten, da war ich auch auf Arbeit. Bin aber zu spät gekommen, war er schon da. Und heute hat es endlich geklappt, dass ich bei so einem wunderbaren Ereignis dabei sein konnte. Und was das Höchste für mich ist, ich habe das Kind sogar abnabeln dürfen. Das durftest du? Das durfte ich, ja. Das ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl dann. Das gibt mir das Gefühl, wenn ich das Kind ins Leben gebracht hätte. Ja. Obwohl die Hauptleistung, ein ganz großes Kompliment muss ich da aussprechen, meiner Frau machen muss. Sie war sehr tapfer. Und ich wollte das wirklich nicht mitmachen. Die ganze Schmerzen, die ganze Umstände, wo die Frauen 9 Monate haben, ist wirklich ein tolles Ding. Und ganz großes Kompliment an alle Frauen, die Kinder zur Welt bringen. Ich gratuliere dir recht herzlich. Ich gratuliere deiner Frau recht herzlich. Und wünsche euch und eurer jetzt vergrößerten Familie alles Glück der Welt. Danke, Jürgen, und viel Erfolg für deine Sendung. Danke. Und weiterhin weiter so mit dir, ne? Machen wir, versuchen wir. Tschüss, Thomas. Tschüss. Jetzt haben wir noch die Manuela und die ist 33. Manuela. Ja, hallo. Hallo. Ja, mein Thema ist heute sexueller Missbrauch. Und zwar ist meine Tochter im Sommer sexuell missbraucht worden. Und wir haben das zur Anzeige gebracht. Und die Polizei hat sich auch sehr bemüht und die haben den Täter aber nicht gefasst. Den hat also mein Mann und der andere Vater, dessen Kind auch dabei war, haben den selber gefasst. Moment mal, nochmal eins nach dem anderen. Wie alt ist dein Kind? Deine Tochter? 13. 13 Jahre alt. Ja. Und deine Tochter kannte den Täter? Ja, sie kannte den schon 14 Tage und zwar hat er sich bei den Kindern richtig eingeschlichen. Er hat sie mit Süßigkeiten und Geld und dann ging das immer so weiter, erst dass er denen so Pornohefte gezeigt hat. Wo hat er die Kinder denn angesprochen? Das ist bei uns hier so ein Gewerbegebiet. Und wo die gespielt haben? Ja, genau. Und da ist er wohl immer auf und ab gefahren und so ist er dann an die Kinder rangekommen. Bis das dann zu dem Missbrauch kam und meine Tochter mir das erzählt hatte, ich dann auch sofort die Polizei eingeschaltet hatte. Und die sich auch sehr bemüht haben, was ich dabei sagen musste, aber ihn nicht geschafft. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, die haben ihn nicht geschnappt. Nein. Das hat dann aber dein Mann und der Vater des anderen Mädchens. Wir haben den dann 2 Stunden später haben wir den erwischt. Also ein anderes Mädchen wurde auch missbraucht. Ja. Und dann, was ist dann passiert? Was haben die Männer mit? Er ist dann verhaftet worden, ist auch eine Gegenüberstellung. Und das Schlimmste für mich ist jetzt, ich habe jetzt morgen den Gerichtstermin. Mhm. Also jetzt am Donnerstag morgen früh. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Wenn ich den dann wieder sehe und vor allen Dingen meine Tochter muss die Aussage dann machen. Also du musst mit deiner Tochter da hingehen? Ja. Und deine Tochter muss das auch bezeugen, dass er es ist oder wie läuft das ab? Ja, weil er das alles abstreitet. Weil die Gegenüberstellung findet dann statt quasi zwischen ihm und deiner Tochter, ne? Du begleitest deine Tochter. Ja, aber die Gegenüberstellung war ja jetzt schon bei der Polizei. Die Kinder haben den ja identifiziert und das war auch ein Wiederholungstäter. Und das ging ja auch damals durch die Presse, durch WDR und RTL. Und das Schlimmste, was ich nur empfunden habe, wie die Presse das berichtet hat, dass sie immer gesagt haben, der Mann, der würde aus Duisburg kommen. Und das stimmte gar nicht. Der wohnt ein Stückchen weiter von uns weg. Und das macht mir auch unheimlich zu schaffen. Weil er damals schon den Kindern gedroht hat, wenn er das den Eltern sagt, dann passiert was ganz Schlimmes. Manuela, als dein Mann und der Kollege ihn geschnappt, ist ja schon ungewöhnlich, dass die beiden Männer dann diesen Täter gefunden haben. Ja, aufgespürt habe ich den mit meinem Mann, bin dann aber nach Hause, habe die Polizei angerufen und habe den anderen Vater angerufen und dann sind die nochmal los und dann hatten die den geschnappt. Also die hatten ihn schon, wie ich dann mit der Polizei eingetroffen bin. Hat dein Mann dann irgendwie, ist er in irgendeiner Weise auch gewalttätig gewesen, aus Wut heraus ihm gegenüber, dem Täter gegenüber? Nein. Das nicht. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du Angst hast vor morgen und vor der Situation. Die Sendung ist jetzt leider zu Ende. Ja. Trotzdem möchte ich gerne, dass du jetzt gleich im Anschluss an unser Gespräch mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprichst. Ja, die kann dir vielleicht ein bisschen helfen und ein paar Tipps geben für morgen. Ach, was ich nochmal sagen wollte oder so lobenswert erwähnen wollte, dem Weißen Ring, der hat uns also auch sehr dabei unterstützt. Ja. Gut zu hören und ich kann ihn da wirklich auch immer mit bestem Gewissen empfehlen. Leg mal auf und die Annette wird dich gleich anrufen. Ja, und dann danke, dass ich durchgekommen bin und mach weiter so. Du bist super. Vielen Dank, Manuela. Ja, danke. Ciao. Tschüss.
So, Freunde, das war's für heute. In der Technik, Markus Liebetanz. Thema morgen, habe ich ja gerade schon gesagt, das große Fressen. Ich will mit euch reden rundrum ums Essen. Ich will interessante Rezepte von euch hören. Ich will abgefahrene Sachen hören, die ihr gegessen habt, perverse Sachen. Ich will wissen, wie ihr die ein oder anderen Lebensmittel vielleicht auch in eure sexuellen Spiele mit einbaut. Alles rund ums Essen. 0 Uhr morgen, Punkt. Könnt ihr anrufen. Punkt 1 Uhr sind wir wieder da im Fernsehen und im Radio. Bis morgen. Bye, bye. Ciao.